Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Chuchu Charles. Letzte Folge haben wir unsere erste Mission gemacht. Wir haben unseren Zug bekommen und den auch schon hier aufgerüstet auf Level 2 und ein bisschen repariert. Wir haben einen kleinen Kampf gegen Charles auch schon gehabt und jetzt werden wir die nächste Mission machen. Ich habe noch ein bisschen was an der Grafik geändert. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Das dürfte überhaupt keinen Unterschied gemacht haben. Und ja, gucken wir mal, was diese Frau, die sehr merkwürdig aussieht, sieht ein bisschen aus wie Knete, ne? Oder Wachsfigur oder so. Naja, gucken wir mal, was sie für eine Aufgabe hat. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Ja. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Ganz kurz, bevor ich weitermache. Wir kriegen, also wir haben ja die letzte Mission gemacht, da haben wir einfach nur Schrott gesammelt und das war die Mission. Aber bestimmt gibt es immer Missionen hier, mach das und das für mich, finde das und das und dann kriegen wir erst Schrott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach zu jedem Typen hinfahren, hier sammel da Schrott und das war's. Das wäre ein bisschen lame. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. Ich glaube, das ist jetzt nur so Anfang, müssen wir schon mal ein bisschen was haben, schon mal ein bisschen upgraden können, dann geht's erst so richtig mit dem Mission los. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you can use. Das hast du mir schon mal gesagt. Good luck with everything. Gut, ich kann anscheinend einfach da oben drauf gehen und mir jetzt Sachen holen. Wir gucken mal hier außen, da ist aber wahrscheinlich auch nichts. Da können wir hoch. Können wir hier rein? Nee, da können wir nicht rein. Das heißt, wir müssen eine Treppe nehmen. Okay. Warum hat die hier so viel Schrott drin liegen? Warum sammelt die Schrott so, als ob die nur gewartet hätte, dass jemand kommt, das zu nehmen? Wir haben wirklich geduldig gewartet, aber die letzten Tage waren, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene, wir zählen auf dich. Ja, den gibt's nicht mehr. Ich habe es gar nicht nachgeguckt in der letzten Folge, ob das wirklich der Typ war. Ach gut. So, mit der kann ich auch nichts mehr machen. Heißt die nächsten Upgrades. Hier habe ich wieder einen neuen Shot. Da mache ich jetzt einmal Schaden, weil mehr haben wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, geht es weiter. Der hat noch eine Mission. Ich glaube, wir sind nah genug dran, dass wir hier einfach stehen bleiben können. Warte mal, ich will eine Sache ausprobieren. Kann man sich die Sachen markieren? Sehe ich jetzt? Ah ja, okay, das ist cool. Dann gehen wir zu dem nochmal hin. Meter sollte nicht allzu weit sein. Da hinten sind weiße Punkte, die leuchten. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber Chuchu Charles hat, glaube ich, so ziemlich rot geleuchtet. Hier piepst irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob der hier irgendwo rumläuft, ob der einfach irgendwann spawnt, abhaut und wir despawnen. Das ist eine Hexe. Well, hello, darling. Lisbeth Murkwater. I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. Jetzt kommt wahrscheinlich die Mission, wo ich auch was machen muss, außer Schrott sammeln. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Although, you'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Keep an eye out for him splashing around,
And don't move if he gets close to you. As long as you stand still. Okay, das ist cool. He's as kind as a kitten. Also, da ist ein Sumpfmonster und solange wir uns nicht bewegen, greift er uns nicht an. Habe ich verstanden. Wir müssen jetzt also irgendwie dort auf diese Insel. Der Schrott ist wahrscheinlich hier drin. Kann ich den so nehmen? Nein, das wäre lustig. Ah, das nehmen wir doch schon mal mit. Yippie! What the fuck? Ich dachte, da kommt erst irgendwie. Ich hab den gar nicht bemerkt. Ich spiele jedes Mal dort weiter, wo du aufgehört. Okay, das ist gut, dass er automatisch speichert. Jetzt haben wir 3 Schrott verloren. Na toll. Ah, ich habe immer noch 5. Hä? Ich hatte doch keine 8 Schrott, ich hatte 4. Dann habe ich 1 aufgesammelt, hatte ich 5. Den investieren wir direkt mal. In die Panzerung. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. So, da sind wir wieder. Ich bin gerade irgendwo einen Berg runtergefallen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen weniger Leben. Gut, ich kann also Barry nicht erkennen. Oder wie soll ich denn da rüber? Das heißt, ich muss ein bisschen laufen, stillstehen. Und dann wieder ein bisschen laufen, ein bisschen stillstehen. Okay. Greift mich aber nicht an, auch wenn er direkt durch mich durch. Da ist Charles. Das ist übelst unfair! Das ist übelst unfair! Was soll das? Alter! So. Zum zweiten Mal, nee, dritten Mal sind wir jetzt hier. Ey, das war ja gerade, also... Noch unfairer hätte es ja gar nicht sein können. Ich durfte mich nicht bewegen wegen dem Monster. Und dann kommt Charles und fliegt hier einfach übers Wasser rüber. Also, weiß ich nicht. Das war jetzt gerade uncool. Und hoppsala. Tja, wir dürfen uns nur nicht bewegen, wenn der in der Nähe ist, ne? Und Charles bleibt weg. Ich will nur auf diese Insel da. So, müssen irgendwie gucken, dass wir uns dann bewegen, wenn er weit genug weg ist. Nicht hier gerade um uns herum schwimmt. Okay. Wir haben es geschafft. Was sollen wir jetzt hier holen? Es gibt Schrott, das ist super. Noch mehr Schrott. Sollen wir Fleisch oder so holen, ne? Ah! Das sieht aber nicht gesund aus. Okay, hat zuletzt mitgehört, was soll ich denn noch verstehen? Okay, jo, machen wir. Sonst noch irgendwo Schrott? Ich würde ganz gerne alles mitnehmen. Aber ich sehe hier nicht so gut. Okay, ah nee, jetzt müssen wir den ganzen Kack ja wieder zurück. Das, warte mal, wo ist der kürzeste? Ich glaube darüber. Yippie!
tödlich ist der hier vorne. Kannst gerne abhauen. Ah ne, jetzt müsste Charles wiederkommen. Das wäre ungeil. Ich achte gerade so ein bisschen auf Barry, deswegen rede ich gerade nicht so viel. Na, ich weiß, dass du bei mir bist. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Hau doch mal ab jetzt! Du, ich laufe nicht, bis du weiter weg bist. Du kannst mich nicht verarschen. Dass ich hier auch so lange rumstehen muss, weil ich ja nichts anderes machen kann, erhöht halt nur die Chance, dass Charles wiederkommt. Ja, wir haben es gleich geschafft. So, kein Charles in der Nähe. Supi, okay. Hier ist noch Schott. Gut, dass wir hier hingekommen sind. Also Schott kann tatsächlich hier auch so bei so kleinen Sachen liegen. Da ist nichts. Hey, was geht ab? What a delicacy you found. Here are those scraps I offered. Have a safe night, little. Gut, ich hab... Das ist nicht gerade wenig. 34 haben wir jetzt. Jetzt können wir auch hier rein. Und hier ist eine Notiz. Konnte man nicht vorher schon rein? Gar nicht drauf geachtet. Naja, auf jeden Fall mag ich es jetzt. Lecker Schmecker Eintopfrezept. Sumpfwasser, Salz, Klee, Erde, nochmal Salz, Fleisch, egal welches, eigentlich Menschenfleisch, haha, Salz. Also auf jeden Fall sehr viel Salz. Können wir uns ducken eigentlich? Nee, ne? Da habe ich Schott. Oh, also. Ich wollte mit E gerade aufsammeln. Gut, jetzt müssen wir nur noch... Achso, der Punkt geht gar nicht weg. Wie lösche ich den denn? Ich will den Punkt weg haben. Ja, Wegpunkt setzen, wie... Lösche ich den Wegpunkt? Dann setzen wir einfach hier. Keine Ahnung. Dann wissen wir wenigstens, wo es weitergeht. Obwohl der NPC, glaube ich, sowieso auf den, also an den Schienen ist. Ist nur die Frage, wo war denn jetzt unser Zug? Weiter nach rechts in die Richtung. Ich hoffe, Charles begegnet uns jetzt nicht wieder. Also, wenn wir sterben, sollten wir Schrott verlieren. Was ich jetzt, glaube ich, irgendwie nicht habe. Weiß ich nicht. Ah, doch! Nee, habe ich da nicht anderen Schrott gesammelt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, jetzt haben wir aber genug, um hier alles in Damage reinzuballern. Einmal, ach, Panzerung geht nicht, oder halt Geschwindigkeit. Und jetzt haben wir eh nur einen Schrott, komm, dann machen wir jetzt 100% Zuggesundheit. Das ist immer gut, volle, volles Leben zu haben und so. Wenn Charles von vorne kommt, habe ich jetzt aber keine Chance. Ich kann nur nach hinten. Es sei denn, wir können den aufrüsten, dass er auch vorne eine Waffe hat. Das ist das schon. Bis hier hin. Okay, Schaden macht mir sogar relativ viel. Als nächster wäre auf jeden Fall, da kann ich hier nicht springen im Zug.
Ja, ich kann den Zug einfach nicht sprengen. Das nächste wäre auf jeden Fall die Panzerung, weil ich will nicht, dass Charles unser Zug kaputt macht. Hier mal Schrott. Sehr wichtig. Noch mehr Schrott. Das dachte ich gerade blinkt, aber war nicht so. Hier dann können wir uns, glaube ich, verstecken, wenn wir Charles hören. Der sollte uns hoffentlich nicht finden. Eine Truhe, können wir die aufmachen? Nö. Hier ist ein kaputter Zug. Der sieht, glaube ich, genauso aus wie unserer. Schon einfach dasselbe Modell. Ja. Sogar mit diesem Stand hier innen drauf. Da hat wohl schon mal jemand versucht, Charles auszuschalten, aber hat es nicht hinbekommen. Haben wir hier keinen Schrott mehr. Doch, hier ist noch was. Ich muss was ausprobieren. Na, ich kann nicht ins Feuer, okay. So. War hier der NPC? Ja, hier drin ist er. Okay. Weird, die Tür ging erst nicht auf und dann schon. Drumherum ist nichts mehr. Dann gucken wir mal. Wie viel Schrott haben wir jetzt? 7. Hey, sieh da. Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. And I might just give you some scraps to help improve your train. Was hat der da in seinen Armen? Sind das Arme von einem anderen Charaktermodell einfach hier dran, oder was? Na gut, auf jeden Fall ist das die Truhe, die wir ja schon gesehen haben. Das heißt, ich weiß genau, wo die liegt. Na gut, die hat man sogar von dort aus gesehen. Schauen wir mal. Das war auch einfach. Wichtigen Gegenstand erhalten. Daryl. Den Namen mag ich, seit ich The Walking Dead geguckt habe. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. Das Lustige ist, er sagt, ja, okay, flinke Finger konnten die Tor öffnen, er hat es nicht mal gesehen, ich hätte mir jetzt einfach irgendwas geben können, oder wusste er, dass das da drin ist? Eigentlich ja nicht, ne? That's an odd-looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. You earned my respect, so here's some scraps, like I promised. Na, ist wieder 32, und die Dietrich haben wir behalten. Ah, das heißt, wir können jetzt auch Truhen finden und die selber öffnen. Also nicht per Mission, sondern einfach so. Das ist cool. Gut, dann wird wieder geupgradet. Noch mehr. Und jetzt erstmal hier. Jetzt fehlt ein Schrott. Ja, ich würde zuerst noch einmal Panzerung machen, bevor wir die Geschwindigkeit machen. Dann fahren wir ein paar Meter bis zur nächsten Mission. Je dichter der Zug dran ist, desto besser. Kann ruhig schon ein bisschen weiter. Okay, der Bremsweg ist weiter als ich dachte. Hier schon mal mit. Und hier. Da. Ich finde es wichtig, immer den Zug direkt zu upgraden, besonders bei solchen Spielen. Nicht, dass wir dann nämlich die Teile verlieren und einfach nicht vorankommen. 14, weißt du was? Ich hole den Zug nochmal ein bisschen wieder. Ich weiß nicht, ob ich den gleich brauche. Dann können wir auch mal die Rückwärtsfahrt testen. Na, reicht schon. So, jetzt wollte ich das hier. Kann ich... Ne, kann ich nicht. Okay, muss man auch mal testen. Gut. Danach wieder... Ne, einmal Tempo und dann wieder... The Monster Hunter has arrived, I see.
This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge gesagt. Dass wenn er genug Schaden kriegt, dass er dann irgendwann verschwindet. So hatte ich mir es halt gedacht, aber die hat das jetzt nochmal bestätigt. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Okay, das ist jetzt unsere richtige Mission. Mit der können wir Charles am Ende besiegen. Und ich denke mal, dass diese Mission auch bis zum Ende anhält. Also das ist jetzt keine, die wir jetzt eben schnell abschließen und dann zur nächsten Mission übergehen. Kann er uns hier oben eigentlich kriegen? Bestimmt, er fliegt dann wahrscheinlich einfach hier hoch. Gut, aber ich würde sagen, auf diesem Dach machen wir erst einmal ein Päuschen. In der nächsten Folge gehen wir darüber und gucken mal, was uns dort erwartet. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt das nächste Mal wieder rein, wenn wir Choo Choo Charles spielen oder halt auch bei anderen Projekten. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss.